Okay, willkommen raus aus der Loop. Willkommen bei kompromisslosen Verbinden mit ihm. Hallo. Schön, dass du da bist. Und natürlich haben wir ein entsprechendes Thema heute mit der Lektion des Tages. Und wir wollen es von einer ganz bestimmten Art und Weise angehen und sehen, auch was du dazu in deinem Geist hältst, beziehungsweise da beitragen und teilen kannst. Es handelt sich ja um die Lektion 199, die uns Christus Jesus vorgibt als wirklich eine klare Prämisse, wie wir in unserem Erwachen uns selbst erkennen lernen sollen, nämlich dass wir nicht ein Körper sind. Das wäre die direkte Übersetzung aus dem Englischen: I'm not a body. Ich bin nicht ein Körper, was halt im Deutschen als ich bin kein Körper übersetzt wird. Und ich bin frei. Und diese Idee, nicht ein Körper zu sein und frei zu sein, wird dann noch nachgeschoben in 2 Tagen für 20 Tage in den Wiederholungslektionen, in der sechsten Wiederholung mit dem Satz, ich bin nach wie vor, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und auch bereits in der heutigen Lektion, die dann beendet wird mit den Übungssätzen, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich höre die Stimme, die Gott mir gab, und ihr allein gehorcht mein Geist, ist eine Aussage, dass der Geist voll und ganz ausgerichtet ist und sein will auf das, was die Wahrheit unserer Identität entspricht und das, womit wir uns identifizieren, nämlich im Geist und als Geist nur das hören kann, was von Gott kommt, also Gottes Stimme. Aber um dies zu verwirklichen und aus dieser eigenen Erfahrung kommen zu können, sich teilen zu können, sich zeigen zu können, sich noch den Restbildern einer Welt, wie sie im Geist aufflimmern, stellen zu können, bedarf es natürlich der Umwandlung im Geist, die dann für uns bewirkt, eine Klarheit, wofür der Körper dient, also was sein Sinn und Zweck ist, weil hier findet der Austausch statt. Und da wollen wir sehen, wie du dich auch einbringen kannst mit deiner eigenen Erfahrung und aufzeigen kannst, dass der alte Sinn und Zweck tatsächlich für dich zumindest im Ansatz, im Ansatz einen neuen Sinn und Zweck bekommen hat und angenommen hat. Und wir können hier durchaus mit einigen Sätzen aus der Lektion 199 beginnen, um hier klarzustellen, wie es uns Jesus selbst präsentiert, um darüber nachzudenken, um dies klar zu machen im Geist. Und ich beziehe mich hier auf den dritten und vierten Absatz dieser Lektion, wo er beginnt zu sagen, dass dem Ego der Körper teuer ist. Weil natürlich hat das Ego dem Körper einen bestimmten Sinn und Zweck gegeben und diesen habe ich angenommen und geglaubt über tausende von Jahren. Und dieses Angebot ist nun nicht mehr akzeptabel. Beziehungsweise dem wird kein Wert, keine Wahrheit mehr zugeschrieben. Und er gibt die Begründung, warum dem so ist, dass dem Ego der Körper teuer ist, weil es darin weilt und mit dem Heim, das es gemacht hat, so, es ist ein Machwerk, ein Produkt des Egos, der Körper. Und es hat. Das Ego hat den Körper, hat ihn als ein Heim erstellt. Und das Ego braucht etwas, woraus es operieren kann, als eine Quelle der Anführungszeichen Wahrheit. Und deswegen weilt es in dieser illusionären gemachten Anführungszeichen Realität.
und vereint lebt. Ja, noch einmal, dem Ego ist der Körper teuer, weil es in ihm wohnt, in ihm weilt, verweilt und mit dem Heim, das es gemacht hat, vereint lebt. Es ist mit dem Heim, das es gemacht hat, absolut natürlich identifiziert und es ist seine Realität. Und er ist ein Teil der Illusion, die es davor geschützt hat, selbst als illusionär befunden zu werden. So, damit du nie draufkommen würdest und es nie so weit untersuchen würdest, um da zu realisieren, dass dies nicht deiner Wirklichkeit entspricht. Und vielleicht hast du ja gemerkt, aus deiner eigenen Erfahrung kannst dazu sogar eine analoge Geschichte hier teilen und reflektieren lassen, wie sich das für dich angefühlt hat, als du begonnen hast, diese Idee anzunehmen, als du begonnen hast, eine wirkliche Erfahrung zu haben, dass so etwas wie ein Körper gar nicht da ist und gesehen werden kann. Und du begonnen hast, dies mit deinen Nächsten, deinen Freunden aus Freundeskreis, Familienkreis, deinen Lieben zu teilen und du auf vollkommenes Unverständnis getroffen bist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Da war null Verständnis da, dass dies etwas wäre, was wirklich unserer Wirklichkeit entsprechen könnte. Das wurde einfach in die Kategorie des wahnsinnigen Denkens eingereiht und Ende der Geschichte. Das hat mich eigentlich wirklich dann nach Indien gebracht, weil dann hatte ich eine Idee, irgendwo muss es doch auf diesem Globus Leute geben, die so eine Erfahrung mit mir teilen. Ich meine, das geht jetzt zurück in die Anfang der 1990er, da war dieses spirituelle Bewusstsein gerade ja, so im größeren Rahmen am Beginn der Ausdehnung und der Verwirklichung. Und so habe ich natürlich dann meine Brüder, meine Gleichgesinnten, die mich verstehen, die dieselben Erfahrungen hatten, eben in einem ganz anderen philosophischen bzw. Kulturkreis gesucht und auch gefunden. Und er sagt noch hier, noch ganz kurz hier weiter reinzuschauen, hier versteckt es sich, das Ego versteckt sich in dieser Realität Körper, das es gemacht hat. Das darfst du nicht vergessen. Es braucht ein Heim. Siehst du, Heim. Na, wir sind da in alle für gerade zu Hause zu sein. Das ist das Zuhause des Egos. Ja? Was ist, worin glaubt ein menschliches Bewusstsein zu Hause zu sein? Die erste Antwort müsste sein, in einem Körper. Ja? So, und da beginnen wir in der Umwandlung unseres Geistes hin zum Lichtgeist. Es bedarf zuerst dieses Eingeständnis. Solange ich noch irgendeinen Funken eines Bildes sehe, das einen Körper darstellt und ich einen Funken einer Idee hätte, dass das ausmacht, wer du wärst, wer du bist, glaube ich, dass noch eine Realität in dieser illusionären Idee Körper besteht. Und daher habe ich keine andere Wahl, als aktiv zu bleiben in diesem Umwandlungsprozess, wie es die Geistesschulung von Ein Kurs in Wundern anbietet. So, hier versteckt es sich, das Ego, und hier kann es als das, was es ist, gesehen werden. Verkünde deine Unschuld und du bist frei, der Körper verschwindet, weil du keinen Bedarf für ihn hast. Außerdem, den der Heilige Geist in ihm sieht. Und du siehst, hier ist bereits die vollständige Umwandlung da von dem, was an Bedeutung gegeben wurde und wie es nun in und über den Heiligen Geist angenommen wird, wozu es dient, was sein Sinn und Zweck ist. Und in etwa 2 Monaten werden wir zur Einleitung kommen, in der uns Jesus nochmals erklärt, und eine Antwort gibt auf die Frage, was ist der Körper? Und hier finden wir dann eine Auflistung von verschiedensten Qualitäten, die uns sehr, sehr nützlich sein können. Das ist dann die Einleitung zu den Lektionen 261 bis 270. Und er beginnt sofortig zu sagen, der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich einbildet,
gebaut zu haben und Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Das heißt, in seinem privaten Gedanken, in seinem Ego-Gedanken sich darin zu verstecken, in dieser Abtrennung, dass es vom wahren Selbst. Der Körper wird nicht bleiben, wird die Aussage gemacht, weil es ein illusionäres Gebilde ist. Es wird sich ständig ändern. Wir kennen dies. Heute fühle ich mich gut, heute fühle ich mich nicht gut, heute fühle ich mich schon wieder älter als gestern, heute glaube ich, dass ich kränklicher bin als gestern, heute geht es mir wieder viel besser, heute bin ich schon wieder so vital. Es ist in einer ständigen Veränderung des Geisteszustands, in dieser Selbstbeobachtung, einem ständigen Wandel unterzogen. Da bleibt nicht so in der Beständigkeit, wie es der Geist ist, der mit dem Heiligen Geist entlang geht und denkt. Und diese Unbeständigkeit in der Identität, in seiner Wirklichkeit, ihr bezeichnet es bestärkt oder das ist mehr oder weniger der Beweis, dass der Sohn Gottes vergänglich sein müsste. Ne? Die Vergänglichkeit des Sohnes. Du als eine vollkommene Schöpfung Gottes selbst. Die vertikale Ausrichtung. Du hast genau das empfangen, was Gott selbst ist. Ja? Wir, sein Licht, würden uns sagen müssen, und das ist ergo, okay, ich bin vergänglich. Ja? Das, was Gott macht, was Gott erschafft, ist vergänglich. Das ist die Beweisführung, die das Ego über die Darstellung des Körpers erreichen möchte und ständig anführt, dass es so sei. Und natürlich geht er dann weiter und gibt uns alles, wenn er sagt, der Körper ist ein Traum und wie andere Träume scheint er manchmal das Glück darzustellen, doch kann er ganz plötzlich in Angst umschlagen, wo jeder Traum geboren wird, nur die Liebe erschafft in Wahrheit. Wo die Wahrheit und Wahrheit kann nie fürchten. Du siehst, jetzt kommen von diesen Wahrnehmungsbeurteilungen, werden mitgenommen die emotionalen Zugänge und wie wir uns dazu fühlen und dass letztendlich die Angst im Menschengeist gar nicht möglich wäre, wenn nicht eine Körperidentifikation da wäre. Eine Identität mit dem Körper da wäre. Und wie das so auch auf der Wahrnehmungsebene des Befindens des Körpers und der Körperlichkeit, so ist es auch auf der Gefühlsebene vollkommen unbeständig und schlägt um vom Glücklichsein zum Traurigsein, von der himmelhoch jauchzend zur tiefsten Depression. Und das ist der Grund, warum wir uns gesagt haben, das ist alles, das ist unsere Wirklichkeit, das kann doch nicht sein. Ich bin bereit, dass mir gezeigt wird, dass da etwas da ist, weil ich es irgendwo gelesen habe oder gehört habe, dass es so etwas gibt wie eine Beständigkeit, eine Wirklichkeit, in dem das sich als eine Erfahrung in mir eröffnet und offenbart und mir zeigt, dass ich nicht etwas sein kann, was der ständigen Veränderung unterliegt. Und dann dreht er das Ganze nochmals um und sagt uns zuerst, gemacht, um angsterregend zu sein, muss der Körper dem Zweck dienen, der ihm gegeben ist, ja? Und den wir uns selbst gegeben haben. Doch können wir diesen Zweck verändern? Und das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen und einen Blick darauf werfen, weil wir diesen Zweck voll und ganz auswechseln lassen wollen durch die Weisheit selbst von Gottes Geist, was Heiliger Geist ist. Verändern, dem der Körper gehorchen wird, indem wir das verändern, wozu wir denken, dass er da ist. Und da ist jetzt die direkte Antwort darauf, was der Sinn und Zweck des Körpers ist, was sein Zweck ist, wozu er Mittel ist. Und er drückt es hier aus, dass der Körper das Mittel ist, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt.
Ich liebe das, weil es auch ein Ausdruck ist, der im 12-Schritte-Programm verwendet wird, dass die geistige Gesundheit wiederhergestellt wird in dieser Erinnerung. Ich bin, wie Gott mich schuf. Wer bin ich wirklich? Und natürlich, dass die Aussagen, wie wir sie dann im Textbuch und auch im Übungsbuch weiterfinden, dass in dem Sinn der Körper nur den Sinn und Zweck annimmt, zur Kommunikation eingesetzt zu werden, der Kommunikation zu dienen, der Wiederherstellung der Kommunikation mit der Quelle, mit Gottes Geist dient. Das ist, was dieser Satz eigentlich sagt. Die Wiederherstellung, das Zurückkehren, das Zurückführen des Geistes zur geistigen Gesundung und Gesundheit, das ist, was wahre Kommunikation ist. Die wahre Kommunikation wieder so zu klären, dass hier kein Missverständnis besteht. Und diese Aspekte über wozu dient mir eigentlich der Körper, wozu habe ich den Körper verwendet, wozu verwende ich nach wie vor den Körper, ist eine absolute, essentielle Frage und ein Angebot, die uns von Christus Jesus gegeben wird, wenn wir es ernst meinen, dass wir unseren Geist so transformieren gewillt sind, dass er sich vollständig transformiert. Das heißt, dass wir nicht mehr in irgendeiner Begrenzung verbleiben und diese Begrenzung als unsere Wirklichkeit anerkennen, sondern gewillt sind, dass uns etwas Neues gezeigt wird. Das Neue wird immer sein und wird sich immer so zeigen, indem zuerst das Alte oder die alte Idee und die Reflexion der alten Idee aufgelöst wird, gezeigt wird, wer wir sind, wenn die alte Idee nicht mehr weiter wirkt. Das sind die Einladungen wirklich, wozu Momente des heiligen Augenblickes über Gebet und Meditation dienen, weil der Geist wird eingeladen, zurückzugehen in einen Moment der Stille und in der Stille anzuerkennen, dass dieses illusionäre Machwerk, das wir Körper nennen, auf einmal nicht mehr im Gewahrsein da ist. Und das ist ein Moment, im absoluten Nichts zu stehen. Und darin, da beginnt eigentlich erst die Reise. Und die Reise beginnt, weil es ein Umwandlungsprozess ist, wie wenn wir dem folgen, wie Jesus uns führt, nicht dann darin zu verbleiben, sondern mitzugehen. Okay, ich werde nach wie vor Reflexionen dieser Illusion sehen, solange bis ich sie nicht mehr sehe. Und solange ich sie noch sehe, bin ich bereit, meinen Geist darüber zu wandeln. Das heißt, das ist die direkte Basis für den Umwandlungs-, für den Transformationsprozess. Weil jetzt kommt das gesamte Übungsbuch rein, das sagt, okay, folge diesen Instruktionen und du wirst beginnen, all die Bedeutungen, die du noch siehst, als eine Reflexion deiner Körperidentität. Jedes einzelne Sandkorn, das ich am Meer sehe und so verehre, weil es das Gotteslicht so wunderbar in der Sonne reflektiert, nicht wahr? Darf ich nach wie vor umwandeln und darf ich zurückführen in dem, was Gottes Gedanke selbst ist. Und so diesen Beginn dieser Reise, dieser Transformationsreise für einen anzunehmen, heißt dann in dem Sinne, okay, meine Reise beginnt nun zu sehen, wie ich dieses Mittel, dieses Konstrukt, das ich Körperlichkeit wäre vielleicht besser gesagt, weil es auch das Hineinspüren, das Spüren und das Fühlen in und mit und zwischen Körpern mit einschließt, wie ich dies nun überführe als Kommunikationsmittel, als das Mittel, das mir meine geistige Gesundheit reflektiert. Und ja, das ist es in Wirklichkeit schon, ne? Weil, wie wir gerade gehört haben, es ist dann nur die Liebe und die Liebe selbst, die uns tatsächlich aufzeigt, dass sie unsere Wirklichkeit ausmacht und aufzeigt, dass da etwas in uns ist, was vollkommen konstant und beständig und ewig unsere Identität ausmacht.
Und an dem Punkt möchte ich dich jetzt einladen, dass du einen Blick darauf hinwirfst in deine eigene Erfahrung und das alles mitnimmst, was wir jetzt gerade geteilt haben, nämlich die Aspekte nicht nur als Körper und identifiziert als Körper, sondern auch mit Körper, wie er bereits benutzt wird, welchen Sinn er für dich erfüllt und wie du eigentlich diesen Sinn und Zweck für dich jetzt am Weg deines Nachhausegehens, deines wahren Nachhausegehens, einem neuen Sinn und Zweck überführst und wie du das machst, wie du das für dich in Erkenntnis bringst. Wo kannst du dich schnell erinnern? In welchen Situationen kannst du dich nicht so schnell erinnern? Was sind die Herausforderungen, um im alten Denken wieder zurückzukehren oder zu verbleiben? Was ist bereits die Attraktivität in das Neue, in die neue Verwirklichung, dies als dieses Hilfsmittel anzunehmen, voll und ganz anzunehmen, aber sich nicht mehr damit zu identifizieren? Welche Herausforderungen gibt es, um sich trotzdem wieder in der Falle zu finden und sich als identifiziert wiederzuerkennen? Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die wir in unserer Umwandlung unseres Geistes nochmals anschauen mit dem Heiligen Geist und ihn bitten, dass er uns die Wahrheit davon zeigt und nur die Wahrheit. In dem Sinne bitten wir ihn, dass er uns von all diesen alten Aspekten unsere Freiheit zeigt, uns buchstäblich befreit von diesen Verbindungen von alten Gedankengängen. So, wenn immer du mit der Kraft des Heiligen Geistes in dir spürst, etwas hier teilen möchtest und reflektieren haben möchtest, dann bitte mach dein Mikrofon an und los geht's. Danke, danke, dass du hier bist und dich dem stellst. Ich stecke gerade in dieser Transformation. Wir hören dich ganz leise, Elfriede. Ich stecke gerade in dieser Transformation der Identifikation des Körpers. Und das Schwierige, finde ich, ist die Wahrnehmung des Körpers. Die fühlt sich so verdammt echt an. Und dadurch zu gehen in den heiligen Augenblick. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, aber das finde ich schwierig. Ja, danke. Das ist auch da fällt mir auch dazu eine Frage ein, die ich immer wieder gehört habe und für mich selbst natürlich auch gestellt habe. Müsste ich jetzt irgendetwas damit machen, dass ich Schwierigkeiten vorfinde oder es schwierig finde, in dem Sinne, in bestimmte Formen dieser Körperidentifikation zurückzufallen oder mich immer wieder zu finden. Ich finde mich immer wieder, dass ich zum Kühlschrank gehe und etwas und meinen Körper zu nähren versuche, obwohl ich weiß, dass der Körper nicht dadurch genährt wird, sondern durch das Licht des Himmels. Ich finde mich immer wieder,
dass ich ins Badezimmer gehe und mir morgens oder abends doch noch eine Creme ins Gesicht hineinschmiere, damit sie elastisch bleibt, ne? Das zeigt mir eigentlich auf, dass ich immer wieder in bestimmte alte Denk- und Verhaltensweisen zurückgehen will. Ich wähle das ja, ne? Und darin noch einen Sinn finde, darin einen Wert sehe. Was müsste ich jetzt machen? Ich mache diesen Kurs jetzt bereits, wie lange? 25 Jahre und länger noch eigentlich, fast 30 Jahre. So habe ich es noch immer nicht kapiert, ne? Könnte ich sagen. Und diese Frage ist deswegen so wesentlich, weil der Geist eigentlich etwas Besonderes haben möchte zur Anwendung. Gib mir etwas, womit ich jetzt üben kann, was ich anwenden kann in diesen ganz trivialen Situationen. Ne? Oh, da habe ich ja noch einen Pickel zum Ausdrucken und so. Ne? Und das heißt nicht, dass ich das nicht machen sollte. Ne? Aber gib mir etwas, damit ich in dem Sinne mich auch nicht mehr schuldig fühlen müsste, dass ich mich mehr oder weniger im Körperzusammenhang noch sehe oder überhaupt in irgendeiner Weise darin wiederfinde und identifiziere. Und ich glaube, die Antwort, die wesentlich ist, also ich kann jetzt auch nur teilen, wie ich diesen Kurs verstehe und wie ich ihn selbst anwende und verwende, dass es hier nichts Spezielles bedarf, außer den Geist auszurichten. So, ich darf all das weitermachen, wofür ich noch Werte sehe und soll das für mich annehmen lernen, aber ich sollte meinen Geist dabei schulen. Das heißt, ich stehe am Herd und koche etwas, um diese Illusion zu nähren und bin aufgefordert oder eingeladen, mich zu erinnern, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich höre die Stimme, die Gott mir gab, und ihr allein gehorcht mein Geist. Es wird nichts anderes wirklich gefordert oder verlangt, das gemacht werden sollte. Wir werden nur aufgefordert, die Lektion so zu machen, wie es in den Anweisungen gegeben wird. Und das macht einen großen Unterschied aus, weil wenn ich hergehe und versuche, mit anderen Methodiken hier eine Freiheit zu bewirken, sagt er mir im Kurs eigentlich, mache ich die Illusion wieder wirklich oder noch wirklicher, als ich sie sowieso schon im Geist halte. Ich werde nur aufgefordert, hier die Wahrheit für mich in meinem Geist zu wiederholen bzw. mich wieder zu erinnern. Und dann sehen, wie diese Änderung in meinem Geist, und da kann ich dazu sagen, okay, und ich sehe, wie schwierig das ist, dass ich mich davor befreie, das ist alles Teil davon, aber ich werde nur gebeten, mir zu sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei heute mit der heutigen Lektion. Ich werde nicht gebeten, hier irgendetwas damit zu tun, mit dem, womit ich mich nach wie vor identifiziere oder sehe, wie meine Identifikation nach wie vor besteht. Du siehst, wo wir uns eigentlich hinweisen, ist auf eine Klarheit, eine Ausrichtung, die keine Deutung, keine weitere Deutung bedarf. Und das heißt aber, dass ich die Zügel meines Egos, das natürlich laufen möchte, um zu suchen, wie das jetzt am besten interpretiert werden könnte, mit welcher Quantum-Idee ich dies nun eigentlich auflösen kann, weil da geht mein Geist natürlich hin als Mensch. Ne? Ich komme ja nicht, ich habe ja eine, komme von einer ganzen Vergangenheit, in der ich geschult wurde. Ich lebe ja nur wieder, was ich zu irgendeinem Zeitpunkt bereits gelernt habe. Und
wo er mich ausrichten möchte. Das ist meines Erachtens der Wert eines Kurs in Wundern, der unvergleichlich ist mit irgendeiner anderen Lehre, weil er alles letztendlich da sein lässt, alles darf da sein und ich darf mit meinem Geist hingehen, wo immer ich will, aber ich bin trotzdem nur eingeladen und aufgefordert, mich zu erinnern, genau da, wo ich bin, in der Lektion des Tages, in meiner Geistesschulung. Und heute stehe ich eben da, ich bin kein Körper, ich bin frei. Und ich werde nicht mit all dem, was wir geteilt haben, was der alte Sinn und Zweck des Körpers war, worunter ich noch leide oder worunter ich meine, dass es sich schon längst verändern hätte können, womit ich meine, womit ich noch solche Schwierigkeiten habe, das darf alles da sein. Aber jetzt, in dem Moment, wo wir darüber sprechen, können wir in unserem Geist uns erinnern, ich bin kein Körper, ich bin frei. Und damit ist es erledigt, das, was er sagt. Natürlich bedarf das einer Entwicklung des Vertrauens. Alles, was wir wirklich üben mit diesem Kurs, ist die Entwicklung des Vertrauens. Ne? Und das ist auch der Grund, warum es Jesus, ne, ihr habt das ja gerade geteilt, Christi, in eurer Gruppe, warum diese Charakteristikas von Gottes Lehrer, warum er diesen ersten Charakteristikum, das Vertrauen, so viel Aufmerksamkeit schenkt. Die anderen Charakteristika werden in ein paar Absätzen behandelt und ein bisschen dargestellt und erklärt, aber dem Vertrauen, dem widmet er 5 Seiten oder noch mehr. Ne? So, diese Entwicklung des Vertrauens, ich brauche Vertrauen, dass das für mich funktioniert, auch wenn ich nicht sofort die Beweisführung darin sehe. Aber ich muss vertrauen, dass wenn ich bereit bin, entlang zu gehen und meinen Geist zu verändern, mich daran immer wieder zu erinnern, dass es meinen Geist so verändern wird, dass auch die Reflexion meines Geistes, wie ich mich selbst und die Welt sehe, verändern wird. Und das ist, was es tut. Ist das zu einfach? Für viele von uns wahrscheinlich schon. Ne? Und also, okay, geh lieber zu einer anderen Gruppe, wo das ein bisschen komplizierter dargestellt, erklärt und angeboten wird. Das ist dann sicher spiritueller. Es heißt ja an einer Stelle im Kurs auch, dass wir nicht aufgefordert werden, unser Verhalten zu ändern, sondern unser Denken darüber. Und jetzt so, ich kann das halt beobachten, seit ich weiß, dass man nicht essen braucht, hat der große Hunger nachgelassen. Also, das Nähern dessen, was wir wirklich sind, tatsächlich im Geist stattfindet, eben weil man sich kreativ betätigt, schreibt oder malt. Und da vergisst man denn, dass man essen muss und erkennt auch, dass man es nicht braucht, weil diese Dinge einem die Energie geben und nicht nehmen, wie es ja beim Verdauen von Essen passiert. Also wenn man jetzt mittags isst, eine große Ja, und wir Portion, brauchen es dass ja gar man nicht dafür ja erklären, Müde ne? fühlt, ne, danach. Verstehst du, wir versuchen es dann sofort zu erklären, ne? Und sofort Ja. einen ganzen Schweif dahinter anzuhängen, warum das so ist oder so einen Wert hat, ne? Aber in Wirklichkeit brauche ich es ja gar nicht erklären. Ich brauche nicht einmal wissen, wie es funktioniert. Dein erster Teil ist absolut richtig, wie du sagst, ne? Und das haben wir wahrscheinlich alle schon festgestellt und die meisten von uns. Die gehen gar nicht mehr zum Kühlschrank oder zu irgendeinem Essenskasten, um sich was rauszuholen, weil sie Hunger haben, sondern es ist eine reine Gewohnheitssache. Ne? Es ist eine reine, über tausende von Jahren eingebildete Gewohnheit. Ne? Und da kommen dann die Essenszeiten dazu, alles Gewohnheit. Ne? Und sicher, inwieweit wir bereit sind, Gewohnheiten aufzugeben oder mit Gewohnheiten zu experimentieren, da haben wir unsere individuellen Geschichten dazu, ne? Und können absolut Zeugnis ablegen, dass das alles nur im Geist ist, ne?
Und trotzdem ist es auch wieder wesentlich zu sehen, okay, ich befinde mich in der Gewohnheit, dass ich, auch wenn ich die Gewohnheit relativiere und sage, die ganze Welt sagt dazu, ist bloß nicht vorm Schlafen gehen. Ne? Und ich beginne darum, damit auch zu spielen und zu experimentieren, zu irgendwelchen Zeiten diese Gewohnheit auszuleben und sehe eigentlich nichts passiert. Ne? Da sind keine Schädigungen da, wenn ich dem nicht Bedeutung gebe. Ne? Und natürlich wird sofort eine ganze Wissenschaft daraus gemacht. Ne? Und jetzt studieren wir, wie wir eben von der Lichtnahrung uns ernähren lassen. Und jetzt hören wir auf. Und das wird dann zu einem Zwang, nicht mehr zum Kühlschrank zu gehen und nichts mehr zu essen. Wir haben eh alles gemacht. Alles gibt es und alles haben wir gemacht. Ne? Aber letztendlich gehen wir wieder zurück zu dieser Einfachheit zu sehen, alles ist nur eine, wie du es auch sagst, und das ist richtigerweise ausgedrückt, Christiane, dass alles eine Idee im Geist ist. Aber als eine Idee im Geist gehe ich den Weg, sie vom Heiligen Geist auswechseln zu lassen, weil eine Auswechslung in den Lichtgedanken die einzige natürliche Umwandlung ist, die passieren muss. Und ob ich jetzt weiß, wie das funktioniert oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss nichts davon wissen. Es ist mehr oder weniger der Geist, auch der vertraut, ist auch der Geist, der bereit ist, mit seinen Gewohnheiten zu experimentieren, um neue Erfahrungen zu machen. Und dass diese neuen Erfahrungen in der Selbstbeobachtung wieder eine objektive Wirklichkeit da sind, die dem Heiligen Geist übergeben werden muss, ist eine Tatsache. Und aus diesem Grunde können wir nichts in Stein meißeln und sagen, so und so, so soll es jetzt gehen. Oder das ist jetzt, Essen ist jetzt nicht mehr, was wir tun, weil wir herausgefunden haben, dass eine andere Energie da am Wirken ist. Ne? Alles ist, auch wenn ich zum Kühlschrank gehe, verwende ich ja den Lichtgedanken Gottes. Ich kann gar nicht zum Kühlschrank gehen, ohne dass ich nicht die Lebenskraft von Gottes Geist mir zunutze mache. Alles wird dadurch eigentlich benutzt und übergeführt in eine persönliche Erfahrung. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass ich diese objektive Wirklichkeit, dieses Bild, was ich mache, dass ich sehe, dass dieses Bild an Bedeutung verliert, dass dieses Bild eine andere, zuerst nimmt es eine andere Bedeutung an. Und diese andere Bedeutung ist genauso eine Bedeutung des Nichts, das mit dem Ego in Verbindung steht, wie die Ausgangsbedeutung ist. Weißt du, was ich damit sage? Jede spirituelle Interpretation ist nach wie vor mit dem Ego-Geist in Verbindung. Und das ist, warum dann Leute sagen, warum funktioniert das bei mir nicht? Warum? Ich mache schon so viel. Ich habe so viel gemacht an Methodiken, um mich zu befreien. Und immer noch finde ich mich hier. Ne? Ich komme hier nicht raus, weil letztendlich die Umwandlung der Nichtsbedeutung in die Allesbedeutung nicht von uns gemacht werden kann, weil sie bereits gemacht wurde. Diese Umwandlung ist bereits geschehen im Moment, in dem die Trennung stattgefunden oder wirklich geglaubt wurde, in dem ich gemeint habe, hier existiere ich, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt bin ich getrennt von Gott. Oh, ich heiße Adam. Ja, oh, ich heiße Eva. Ja, in dem Moment ist bereits die Umwandlung in alles wieder passiert. So, ich erinnere mich nur wieder und ich kann es nur in das Hier und Jetzt bringen, wenn ich kein Konzept mitnehme, wenn ich kein konzeptionelles Wissen darüber, was das jetzt ist und was es jetzt anders ist und wie das jetzt sein soll, das muss ich alles zurücklassen. Das ist alles der spirituelle Müll in Wirklichkeit, von dem wir uns nun lossagen und sagen, auch davon habe ich keinen Nutzen mehr. Ich kann nur zurückgehen nach Hause, wenn ich all meine spirituellen Konzepte dem Heiligen Geist überlasse und sie nicht mehr als wirklich oder wertvoll mit mir mitnehme. Und jetzt bin ich frei.
Jetzt bin ich frei, von Moment zu kommunizieren. Soll ich zum Kühlschrank gehen oder soll ich den ganzen Tag nichts essen? Ja? Da ist Freiheit dann da, weil der Geist sich nicht ständig beobachtet. Oh, jetzt habe ich schon 16 Stunden, sollten es sein. Ne? Jetzt bin ich bei 15 Stunden, bin ich schon eine Stunde, muss ich noch durchhalten, dann kann ich essen. Ne? Oder, oh, jetzt esse ich schon 3 Wochen nicht mehr, ich faste ich nicht wunderbar, jetzt werde ich meinen eigenen Rekord auf 4 Wochen ausdehnen. Das ist alles, wo das Ego involviert ist. Ja, diese Selbstbeobachtung und dieses Selbstinterpretieren ständig, wo die Karotte sein soll und wo es langgehen soll, das hören wir auf, wenn wir wirklich nur uns an das anwenden, wie er es uns vorgibt. Ne? Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ja? Das braucht nichts folgen danach, sondern der Geist geht wieder in die Stille und in die Ausrichtung mit Gottes Geist, ne? Und Ende der Geschichte. So, ich habe das jetzt ein bisschen ausgetauscht, nicht gar nicht so sehr als eine Antwort auf das, was du gesagt hast, weil du es ja, ich habe dich da ja eher unterbrochen in der Ausführung, was das dann bedeuten könnte oder sollte, sondern ich habe es einfach nur jetzt verwendet, um da in bestimmte Aspekte unseres Geistes noch hineinzublicken und diese auch mitzunehmen, um da wirklich ganz klar im Geist zu sein. Das, was ich versuchen möchte, ist ständig es zu interpretieren auf irgendeine esoterisch-spirituelle Art und Weise. Und das ist genau, wie ich mich wieder hier halte. Das ist eigentlich, was die Körperidentität ist, weil dieses Konzept nimmt die Körperidee an. Das ist dann mein Körper, ne? So wie die Welt oder das wahrgenommene Universum ist der Körper des Geistes. Ja, der Körper des Egos ist auch das ganze Universum, das wahrgenommen wird. Ne? Aber das Universum, das erfahren wird im Sein, das ist der Körper Gottes. So, also alles ist genau so, wie ich es denke. Und in dem Sinne werde ich nur gebeten, meine Gedanken Gottes Geist zurückzugeben. Und das ist, wofür eigentlich dieser Kurs dient. Und natürlich fordert er uns auf, hey, denk mal drüber nach. Und natürlich gehen wir mit unseren Gedanken in alle möglichen Richtungen und rennen in die Wand oder fallen in die nächste Falle. Das ist halt okay, es gehört alles dazu. Das gehört zu meinem Menschsein. Das brauche ich nicht mehr be- noch verurteilen, ne? Sondern da darf ich darüber lachen. Ne? Das ist okay, da bin ich jetzt wieder. Habe ich wieder etwas wirklich gemacht, was eine vollständige Illusion ist. Ne? Aber je mehr ich eigentlich drauf komme und immer wieder mich erinnere, oh, da bin ich wieder im Wirklichmachen einer Illusion, was in Wirklichkeit eine Illusion ist, ne? Desto weniger Kraft hat es oder desto weniger werde ich in den Wirkungen des alten Denkens leiden, sondern es wird zu einem Witz, ne? Es wird zu einem Witz, es wird zu etwas, was wir miteinander teilen und in dem Sinne dann auch genießen und weil wir darüber lachen können dann. Und das macht den Unterschied. Wenn wir darüber lachen können, wie wir alle Aspekte und Zusammenhänge mit Körperlichkeit oder Körperidentifikation so umwandeln, ne, in einem vollkommen gelockerten Geisteszustand. Da sind wir viel näher an Gott, als wenn wir all diesen Vorstellungen folgen und es zu einer, in dem Sinne, dann zur Wahrheit machen wollen. Ne? Aber in Wirklichkeit ist es nur eine weitere Doktrin im Geist. So, du siehst, egal wie wir denken, wir werden auseinandergenommen. Er wird es für uns auseinandernehmen, weil nichts davon einen wirklichen Wert hat. Ja? Weil es nur darum geht, dass ich mich nicht dem ausrichte, ne? Und dem folge, dass ich nicht wieder ein Gefolgsmensch werde, der einer Philosophie von
Da gibt es kein Ende. Unser Geist wird sich weiter ausdehnen. Da, wo wir jetzt sind, in unserem Quantumdenken, das ist ja gerade erst der Anfang. Ja, das geht, das wird sich so öffnen in alle Richtungen, in denen wir alles und jeden Gedanken vollständig anders interpretieren können. Und all das hat nur den einen Wert, um zu sehen, nichts hier hat wirklich irgendeine Bedeutung oder ist es wert, wirklich gehalten zu werden. All das wird eigentlich von ihm herzlich willkommen und auseinandernehmen heißt aufgehoben, ne? Der Aufhebung übergeführt. Und wenn ich nur einen Moment länger das Konzept hernehme und es mitnehme, um auszuleben und anzuwenden, bin ich schon der Langsamste, der am Weg nach Hause ist. Weil ich Zeit gemacht habe und jedes Zeitmachen ist alle Zeit, die es gibt. Und wenn ich alle Zeit, die ich mir vorstelle, die es in meinem Geist gibt, ne, erlebe, dann bin ich in dem Moment bereits tot, weil es die Idee des Todes ist. Und nur da einzutreten, in diese Auflösung, in diese vollkommene Aufhebung, wird mich dann zurückbringen in das Hier und Jetzt und aufzeigen, eigentlich, wer ich bin in der Zeitlosigkeit. So, ja, danke. Alles sind Ideen im Geist, ne? Und alles sind Ideen im Geist, von denen Gott möchte, dass ich sie letztendlich erfahre, annehme und ihm übergebe und nicht mehr für mich festhalte und nicht mehr für mich zu einer Anführungszeichen Wahrheit erhebe und in dem Sinne mir selbst einen Weg festlege. Der Weg ist nur eine geistige Hilfestellung, weil in Wirklichkeit gibt es überhaupt keinen Weg. Es ist dieser Brückenweg, diese geistige Hilfestellung, die uns der Heilige Geist anbietet, als die Verbindung mit ihm und mit ihm zu denken. Und in dem Moment, wo wir zu Hause sind oder an dem wir die Wahrheit berühren, ist der Weg bereits. Das ist wirklich so, wie man es in den Filmen sieht, wie dann der Übergang, diese Brücke dann in diese Schlucht hinunterfällt, ne? Abgerissen wird. Ne? Und wir sind auf der anderen Seite. Ja? Ich brauche diese Brücke nicht mehr. Ne? Jeder Weg wird nicht mehr gebraucht. Und das ist wirklich, wovon wir auch Demonstration geben sollen. Ne? Das, okay, da komme ich, das habe ich verwendet, aber hier zumindest bin ich auf der Brücke auf die andere Seite und ich behalte diese Ausrichtung mit ihm aufrecht, damit ich auch auf der anderen Seite ankommen kann. Und natürlich kann ich nur im jetzigen Moment auf der anderen Seite ankommen. So, danke dir für diese Anregung. Und natürlich bilden wir da eine bestimmte Wachsamkeit auf, ne? Aus unser Geist kann dann sofort sehen, okay, da gehe ich hin. Da gehe ich her und jetzt möchte ich das eigentlich so anwenden und das darf ich ja auch alles, ich bin ja frei dazu. Aber wenn ich mit ihm denke und ich sehe, wie er eigentlich schon darüber lacht, wenn ich hier auf die horizontale Anwendung gehe meiner Gedanken, ne, meiner Konzepte, ne, und je mehr ich eigentlich mit ihm ausgerichtet gehe, desto schneller werde ich mich erinnern. Ah, das ist es auch nicht. Nichts davon ist wahr, nichts davon ist wirklich. Ich bin nur dabei, hier meine Erfahrung aufzufüllen, dass es das auch nicht ist. Das ist alles. Das ist, was wir hier machen.
wird es eben auch gefragt, was unsere Motivation dann ist, um da auch wirklich klar mitzugehen. Und es ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Es ist die Freude, weil es einfach Spaß macht, über die Irrtümer zu lachen. Ja, und das in jedem Moment. Also allein, ich habe mir eben Tee gemacht und ich hatte die Idee, dass wenn man das Wasser, man muss das sprudelnd aufgießen. Das steht, glaube ich, auch auf manchen Packungen drauf, ne? Weil sonst ist das irgendwie nicht so gesund oder so. Und es ist einfach nur witzig, wenn man in dem Moment sich so ertappt, es hat aufgehört zu sprudeln, mache ich den Wasserkocher nochmal an und auf einmal ist nur noch Freude da und Lachen und Leichtigkeit und es wird keine Bedrohung mehr gesehen. Das ist ja so die Motivation auch. Es ist so freudvoll, sich von nichts mehr bedroht zu fühlen, sich nicht mehr klein zu fühlen oder schwach zu fühlen oder ja, was da alles so mitschwingt dann, ne, wenn man so in diesen Irrtümern rumschwirrt. Ja, wunderbar, Christi. Und das Momentum der Bedrohung wird ja erst erfahren, wenn es im Geist zum Götzen erhoben wurde. Ne? Verstehst du? Okay, sprudelndes Wasser, das ist jetzt meine Ausrichtung. Ne? Ab nun nur noch sprudelndes Wasser zum Tee kochen. Oh mein Gott, ich habe vergessen, das Wasser sprudeln zu machen. Das ist alle Bedrohung des gesamten Universums in dem Moment, ne? Wenn ich es zu diesem Gott erhoben habe, ne? Wenn ich aber gelernt habe, mich darüber zu freuen und in Freude zu sein, dann ist es nicht ein Gott. Dann ist es, ach, bin ich froh. Es funktioniert genauso ohne sprudelndes Wasser und es wird mich nicht auslöschen können. Ne? Das ist sofort die wirkliche Selbsterkenntnis. Es wird mich nicht umbringen, nicht töten können, weil nichts in meinem Machwerk diese Macht wirklich hat. Ne? Nichts, was ich gemacht habe, dem ich die Bedeutung gab, dass es mich bedrohen könnte in meiner Existenz, dass es mir letztendlich dazu dient, dass es mich auslöscht, dass es mich umbringen kann. Ja? Ist so. Ich habe dem nur geglaubt und dem diese Bedeutung gegeben. Und diese Bedeutung nehme ich jetzt zurück und erfahre mich in dieser Freude, dass es eben nicht so ist. Ja. Wie, das ist eben Lied gesungen. Ne? Nichts bringt mich um. Ne? Oder wie geht's? Das sind ganz wichtige, wesentliche Erkenntnisse am Weg nach Hause. Ne? Zu sehen, dass egal wie ich es mache, so oder so, es kann mich nicht bedrohen, ne? Weil meine wahre Existenz nicht bedroht werden kann von irgendeiner Illusion. Das war das Konzept, das aufrechterhalten wurde, ne? Und das kann natürlich angewandt werden. In den extremsten Fällen, okay, der Doktor gibt mir noch 3 Wochen, ja. Ich bin, was immer, Stufe, letzte Stufe. Ne? Und dann zu sehen, okay, nichts, was meine Illusion ausmacht, kann mich wirklich bedrohen und kann mich auslöschen. Ja? Die Formidee der Illusion wird sich verändern, so oder so, weil sie in ständiger Veränderung liegt. Aber das, womit ich mich identifiziere und wer ich bin, kann nicht bedroht werden. Es ist frei, es ist ewig frei. Und das ist ja auch die, die dabei waren bei dem Scherz. Heute habe ich es bekommen per E-Mail. Ich werde es auch hochladen auf meinen Telegram-Kanal und auf die Webseite, was ich da in der Session mit Ulrich angerissen habe. Ne? Weil das ist das Glaubhaftmachen, dass da dunkle Mächte da draußen wären, die noch was mit einem machen können. Oder zumindest ein bisschen Energie-Zombie, Energie saugen können. Aber es ist das Wirklichmachen des Geistes, was das Problem ist. Es ist nicht das Bild, was ich da vielleicht noch identifiziere oder sehe. Ich sehe nur meine eigenen Bedeutungen, die ich nach wie vor wirklich halte. Ne? Und die lasse ich jetzt aufheben und umwandeln. Das macht den Unterschied aus.
Und ob ich dann in Zukunft noch Energiezombies sehen werde oder nicht, das lasse ich dahingestellt. Was, wen kümmert es? Vielleicht sehe ich noch bis zum Ende der Zeit Energiezombies. Aber ich werde darüber lachen und mich mit ihnen erfreuen. Das ist der Unterschied. Ich werde über mich selbst lachen, dass ich sie noch sehe oder dass ich noch irgendeine Verbindung mit ihnen habe. Und natürlich, irgendeine Verbindung mit ihnen zu haben, lädt mich wieder ein, nur die Verbindung der Liebe zu haben, nur die Verbindung im Licht mit diesem Gedankengut zu haben. Und da sind wir wieder. Das ist bewusster Kontakt mit Gott, ne? Das ist die Ausrichtung mit Gott. Ich soll nichts bekämpfen, ich soll nichts zurückweisen. Ich darf alles ausrichten auf Gott und mit Gott sehen und mit Gott denken. Und dafür spüren wir dann natürlich die Dankbarkeit für diese Begleitung, für was uns gegeben wird an Mitteln, als Lehre, als Hinweise für unsere Brüder, für alles. Ne? Da ist dann immense Dankbarkeit da, weil wir sehen, oh mein Gott, ja, das Tor öffnet sich in eine neue Freiheit, in ein wirkliches Freisein von diesen uralten Konzepten, die alle gepflastert, eingepflastert sind im Getrenntsein von der Quelle, im Gegensatz wirklich halten. Ja, es muss einen Gegensatz zu Gott geben und dieser Gegensatz bedroht mich. Ne? Und dieses Befreitsein, natürlich ist eine vollkommene Öffnung in uns und bringt natürlich eine Freude und eine Liebe und eine Glückseligkeit mit sich, von der wir überhaupt nicht sprechen können. Aber sie ist wirklich. Huhu. Und sicher ist vielleicht im ersten Moment, ne, wenn wir an unsere Brüder kommen und der Bruder nimmt mich auseinander mit irgendeinem Selbstkonzept, ist, oh no, das will ich nicht sehen noch hören. Ne? Aber einen Moment später ist dann wirklich, danke, danke, darum habe ich gebeten. Und endlich, ne, tausende Jahre schleppe ich diese Konzepte mit mir, ne, und all diese Götzen, die ich da aufgestellt habe. Und endlich kommt da jemand und nimmt mich auseinander. Ne. Und ja, das sind eigentlich, da eröffnet sich eine heilige Beziehung, ne? Das ist die heilige Beziehung mit Christus in uns, ne? Wenn wir das zulassen, ne? Wenn wir das zulassen und in die Dankbarkeit gehen können, das ist eigentlich, da eröffnet sich die heilige Beziehung in uns, ne? Mit der Wahrheit in uns selbst, ne? Ja, Darum genau, das hat sich wird auch gehört begeben. im Geist. Ja, Genau, ne? Jeder macht das, was ich will. Ne? Also egal, was ich irgendwo sehe, ich darf immer wieder zurückrudern und auch da drüber lachen, das ist das, was ich will. Und wenn ich darum gebeten habe, dann wird das so erscheinen. Und dann tut der Bruder mir natürlich einen riesen Gefallen, indem er diese Rolle übernimmt. Und es ist meine Aufgabe, da zu sagen, okay, danke. Und jetzt will ich dich nicht mehr verändern oder etwas anders haben wollen, sondern ich stehe da in meiner Wehrlosigkeit. Das haben wir auch im Kurs zu Genüge, so die Lektion, die total in den Widerstand geht von der Verstandesebene aus. Aber in dieser Wehrlosigkeit, wo ich das, und da ist es, diese Heiligkeit kommt dann eben da rein, weil ich nichts mehr verändern will, weil es okay ist, wie es dann in dem Moment auftaucht, weil ich die ganze Zeit
Na, also es geht nicht um das Verhalten, nicht um die Form, es geht nur um den Inhalt und das sollte dann im Idealfall die Vergebung sein. Dann bin ich ja fein damit. Ja, und was ich daran auch liebe, ist, er gibt uns unseren ganzen Geist zurück. Ne? Er ist, okay, du bist bereit. Okay, aber watch out, jetzt gebe ich dir all deiner selbst zurück. Ne? Und ich habe das, da habe ich jahrelang dazu gebraucht. Ne? Ich dachte mir, oh, jetzt spüre ich einen Ärger in mir und ich drücke mich ärgerlich aus und das darf ja nicht so sein. Ne? Und dann durfte ich entdecken, nein, er gibt mir meinen Geist zurück. Und genau das wird mir angeboten, dass ich im Ärgerlichsein mich da in meinem Inneren wahrlich erfreuen und dieses Lachen finden kann. Oh, ich bin jetzt ärgerlich. Ich darf auch ärgerlich sein, ne? Aber es hat keine Wirkung, es hat keine Bedeutung und ich habe nicht recht dabei. Und wenn ich meine, dass ich damit meinen Bruder unglücklich mache, dann kann ich es auch verändern, ne? So, aber letztendlich den ganzen Geist zurückzubekommen und zu sehen, dass ich dieses innere Lachen ist ja die Gelassenheit, ne? Die Gelassenheit mit der Illusion, dass ich es in dieser Gelassenheit lerne zu eröffnen. Ne? Und das ist wirklich was, wozu unser menschliches Dasein, menschliche Beziehungen, unser menschliches im, als Mensch zusammenkommen dient. Ne? Um dies in eine vollständige Gelassenheit zu entlassen. Ne? Es wird all das, was geglaubt wurde, wofür es wäre, was gemacht werden, und all diese Vorstellungen werden einer Gelassenheit übergeführt. Ne? Und in dem Moment, wo wir diese Gelassenheit ja berühren, wissen wir sofort, das spüren wir innerlich, ja, das ist es viel, viel mehr als meine Glaubenssätze und meinen Glaubenssätzen hinten nachzurennen oder festzuhalten oder wirklich machen zu wollen. Ne? Und in der Die Meinung zu Gelassenheit, vertreten. genau. Und in der Gelassenheit kann natürlich alles passieren. Ne? Da kann sich alles verändern, da darf alles so sein, wie es ist. Ja? Da wird es auch dann wirklich, da findet ein Genießen statt. Mit Jesus selbst, würde ich sagen. Ja, da sitzt Jesus an dem leeren Stuhl am Tisch und isst mit uns und sagt, hey, wir sind hier in dieser letzten größten Feier, die wir als Mensch überhaupt miteinander teilen können. Lass es uns in einer Freude genießen, die nicht mehr in Bezug steht zu einem Objekt. Ne? Sondern die wirklich die unseren inneren Kern unseres Seins herausbringt und ausdehnt und teilt. Ja, voll schön, genau. Ja. Und wenn gar nicht mehr nachgehakt wird, wie, wann, warum oder wieso, das ist dann Freiheit pur. Das ist Genau. wirklich im Moment sein, ja. Genau. Und so sehen wir, dass diese Lehrsätze, wie wir sie verstehen können, als im Kurs in Wundern eine Ausrichtung ist des Geistes, genau darauf. Ne? Und wenn der Geist natürlich gesetzt ist und so denkt, ne, und so ausrichten kann, dann ist auch kein Kurs in Wundern mehr notwendig. Ne? Das sind alles Mittel, auch wenn das Licht darin ist, auch wenn die Lichtstärke darin wirkt. Aber diese Mittel werden sich auflösen in Gottes Geist selbst. Wir werden selbst einen Moment für uns verwirklichen, indem wir überhaupt keine Mittel mehr benötigen, weil unser Geist so schnell und so klar und so ausgerichtet ist, dass er keine Mittel mehr bedarf zur Ausrichtung. Ja? Und solange wir noch Mittel bedürfen, sind wir dankbar darüber und werden sie verwenden. Aber wir werden sie nur verwenden im Sinne eines Wunders, das heißt zur Zeiteinsparung. Na, nicht um Zeit zu machen, es auf die Zeitlinie zu legen. Ah, ich habe es jetzt gefunden, machen wir jetzt alle das. Ne? Nein, Zeit einzusparen. Ja? Und so werden wir letztendlich werden alle Mittel zu dem einen Mittel, was wirklich Kommunikation mit ihm ist
und immer ist, nicht nur verfügbar ist und sich eröffnet in ihn, sondern durch uns ist. Es dehnt sich aus durch uns. Es verwirklicht sich durch uns. Da geht's lang. Danke, ihr Lieben. Ich glaube, wir sind gut für heute. Wir haben noch einen Abschiedssong zum Teilen. Sicher noch auch irgendeine Oper, wie wir begonnen. Ja, Aria Italiana ist gut. Speranza.